Was geht ab, meine lieben Freunde? CCDMX Kriegs am Start und ich darf euch alle mal wieder ganz herzlich zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal begrüßen. Heute habe ich drei richtig geile Paintjobs für das neue RM10 Bombushka Flugzeug für euch mitgebracht. Aber bevor wir mit diesem Video anfangen, noch eine Kleinigkeit. Wir haben jetzt seit kurzem einen eigenen Discord-Server und jeder von euch ist willkommen, diesem Server beizutreten. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und vielleicht sieht man sich ja früher oder später auf dem Server. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Paintjob für das RM10 Bombushka Flugzeug an. Beim ersten Paintjob entscheiden wir uns für das Heizahn-Design, gehen anschließend zu den Lackierungen und lackieren unser Flugzeug vollständig im schwarzen Metallic-Lack. Zu guter Letzt dann noch den Perleffekt, hier entscheiden wir uns für den Torino-Rot-Perleffekt und das war's auch schon mit dem ersten Paintjob. Ich weiß, der sieht jetzt nicht irgendwie ultra spektakulär aus, aber in meinen Augen sieht er schlicht und ziemlich gut aus und damit kann die Schlacht mit dem Bombushka-Flugzeug über Los Santos beginnen. Beim zweiten Paintjob entscheiden wir uns für das Wodka Bomber Design und lackieren die Primärfarbe des Bombushkas in Metallic Torino Rot und die Sekundärfarbe in Frostweiß Metallic. Abschließend noch als Perleffekt nehmen wir den Eis-Weiß Perleffekt und sind somit auch schon mit dem zweiten Paintjob für das Bombushka RM10 Flugzeug fertig. Und weiter geht's mit Paintjob Nummer 3 und damit auch dem letzten Paintjob für dieses Video. Und zu guter Letzt lackieren wir unser Flugzeug vollständig in der waldgrünen Mattfarbe und als Design wählen wir das rote Sterndesign aus. Als Perleffekt nehmen wir dann noch zum Schluss den Limettengrün Perleffekt. Dafür müsst ihr nur einen kleinen Glitch anwenden, denn ihr wisst, auf normale Mattlackierungen kann man normal keinen Perleffekt drauf machen. Dazu müsst ihr einfach den alten Glitch machen, ihr geht zu der schwarzen Metallic-Lackierung, müsst diese aber nicht kaufen, geht dann wieder zurück ins Hauptmenü und müsst was an eurem Fahrzeug verändern. In dem Fall habe ich einfach Schub verkauft und wieder gekauft und schon ist der Perleffekt bei den Primärfarben aktiviert. Und wie gesagt, in dem Fall lackiert ihr euch den Limetten-Grün-Perleffekt auf die Bombushka drauf. Und das war's auch schon wieder mit dem Video gewesen, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, könnt ihr uns ein Abo da lassen. Social Media Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.